Meghan Markle sei bereit, Hollywood-Filmemacherin zu werden und selbst bei Filmen und Fernsehsendungen Regie zu führen, heißt es. Die Herzogin von Sussex soll ihrem neuen Team bei der Talentagentur WME gesagt haben, dass sie sich in einer neuen Rolle hinter der Kamera und nicht vor der Kamera sieht. Eine leitende Produktionsquelle bestätigte. Sie glaubt, dass die Zeit für sie reif ist, den Sprung vom Schauspieler zum Autor zu wagen. Sie strebt an, in diesem Jahr den Regiestuhl für mindestens ein Großprojekt zu ergattern. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Meghan ihr Regiedebüt in der Verfilmung von Meet Me at the Lake geben wird, dem heißen Bestseller, den ihre Produktionsfirma Archwell für Netflix verfilmt. Der kanadische Autor des Buches, Carly Fortune, sagte über den Deal, ich kann mir keine perfektere Partnerschaft vorstellen. Unsere Quelle betonte jedoch, dieser Film wurde durch die Streiks bereits verzögert und Netflix möchte, dass ein erfahrener Regisseur ihn so schnell wie möglich vorantreibt. Aber es gibt keinen Grund, warum Meghan sich in den kommenden Monaten nicht an der Spitze eines weniger dringlichen Projekts durchsetzen sollte. Sie ist wirklich sehr daran interessiert, ihre erste praktische Chance zu bekommen. Prinz Harry und Meghan hatten ein durchwachsenes Jahr 2023, wobei das Paar von der Showbiz-Bibel The Hollywood Reporter als eines der größten Verlierer der Branche bezeichnet wurde. Doch Meghan genießt neuen Erfolg durch den Netflix-Relaunch ihres TV-Rechtsdramas Suits, das Ende letzten Jahres erstaunliche 15 Wochen in Folge die US-Download-Charts anführte. Die Show ist wieder so beliebt geworden, dass zwei von Meghans ehemaligen Co-Stars, Patrick J. Adams und Gabriel Macht, letzte Woche als Preisverleiher bei den Golden Globes heute Abend bekannt gegeben wurden.